Ja, das mache ich sehr gerne, weil das doch sehr häufig auch ja, so in einen Topf geworfen wird. Und in dem Moment, wo Bürgerenergie davor steht, manchmal ist es eh alles das Gleiche. Also die Bürgerenergiegenossenschaft ist ganz klar definiert über die Rechtsform der Genossenschaft. Kennen alle Genossenschaften, Volksbanken, Raiffeisenbanken, die ganzen Winzergenossenschaften, egal wie viel Kapital ich gezeichnet habe, ich habe eine Stimme, also wirklich so dieses Mitspracherecht. Höchste Organ ist die Generalversammlung, also jedes Mitglied entscheidet mit, prägt das Tun der Genossenschaft. Die Bürgergesellschaft, Bürgerenergiegesellschaft, ist eine Form, wurde definiert oder der Begriff definiert beim Ausschreibungsverfahren, das ja neu gestaltet wurde. Und da wurde die Bürgergesellschaft so definiert, dass es also 10 natürliche Personen sein müssen. Wurde dann Erleichterung im Hinblick auf das BImSchV-Verfahren auch gemacht, hat aber mit der Bürgerenergiegenossenschaft nichts zu tun. Also hier wirklich auch ganz klare Unterscheidung, immer wieder, da weisen wir darauf hin, auch in der Politik wird es meistens in einen Topf geworfen, ist aber einfach nicht dasselbe.